Hallo und herzlich willkommen. Du verwendest Kodi und möchtest ohne das Programm zu verlassen eine App starten, zum Beispiel ein Terminal, den Browser oder die Systemsteuerung? Ich zeige dir, wie du das ohne zusätzliche Kodi-Plugins mit Linux hinbekommst. Außerdem noch im Video, wie du die YouTube Smart TV-Oberfläche aus Kodi heraus startest und sogar eigene Bash-Skripte aufrufen kannst. Also bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich für dich. Wir werden die Programme und Bash-Skripte aus dem Favoritenmenü in Kodi starten. Im Home-Verzeichnis legen wir einen Ordner an und benennen es mit Kodi. Hier legen wir später die Icons und Skripte ab. Damit unsere externen Programme in den Favoriten auftauchen, ist ein kleiner Eingriff in die favorites.xml notwendig. Die Datei ist unter .kodi userdata abgelegt. Dazu öffnen wir die favorites.xml mit einem Editor deiner Wahl. Mit der Variable Name ist gleich gebt ihr die Benennung ein, wie das Programm in Kodi erscheinen soll. Die erste Zeile in diesem Beispiel wird ein Terminal öffnen. In der Variable temp ist gleich wird der Speicherort des Icons definiert. Mit dem Befehl system.exec nach dem Kleinerzeichen wird angegeben, wo das zu startende Programm abgelegt ist. Die Syntax ist also recht einfach. Wir fügen als Beispiel die GNOME-Settings hinzu. Dazu kopieren wir eine Zeile, fügen es ein und passen die Variablen an. Es ist eine gute Idee, gleich zu checken, ob die Dateinamen richtig angegeben wurden. Die hier gezeigten Beispiele findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein Test in Kodi zeigt, dass es funktioniert. Kodi wird vom Vollbildmodus in den kleinstmöglichen Fenstermodus umgeschwenkt und die GNOME-Settings erscheinen. Auf diese Art könnte jede beliebige App von Kodi aus starten, ohne es zu verlassen. Um ein Bash-Skript von Kodi aus zu starten, erstellen wir dies zuerst und machen es mit chmod.x ausführbar. In diesem Beispiel öffnen wir mit dem Bash-Skript die YouTube Smart TV-Oberfläche mit dem Firefox im Vollbildmodus. Damit Firefox richtig im Vollbildmodus erscheint und die YouTube Smart TV-Oberfläche richtig angezeigt wird, laden wir uns die Firefox-Erweiterungen herunter. Es handelt sich einmal um die Forceful und um die YouTube for TV-Erweiterung. Ein Bash-Skript wird in der favorites.xml genauso behandelt wie eine App. Wir passen daher die drei Variablen an und können es später von Kodi aus starten. Mit der gezeigten Methode habt ihr eine einfache Möglichkeit, eine Linux-App von Kodi aus zu starten. Du benötigst noch mehr hilfreiche Videos? Dann sieh dich auf meinem Kanal um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen.